Moin, moin, meine lieben Mit-Division-Agenten und damit herzlich willkommen mal wieder zu einem kleinen Test von mir. Beziehungsweise Test ist diesmal eventuell die falsche Aussage, denn ich habe eher eine Zufallsentdeckung gemacht. Anders gesagt, ich bin eigentlich gerade dabei, mir wieder mal einen Nomaden zusammenzuschustern. Ich wollte da mal versuchen, ob ich da einen Tank draus rausbekomme mit viel Selbstheilung und Lebenspunkte bei Tötung, was das Set halt so hergibt. Und abgesehen davon, dass ich noch nicht alle Teile zusammen habe vom Nomaden, beziehungsweise die, die ich gerne hätte, wollte ich vorab mal ein paar Waffentalente testen. Denn mir ging auch durch den Kopf, dass ich da ja zu wunderbar die Caduceus nutzen könnte, durch ihr drittes Talent, was 1% Heilung gibt in Höhe der Fertigkeitenstärke, wenn man crittet, was ja auf einen selbst und auf die Teammitglieder wirkt. Zusätzlich überlegte ich noch, das Talent präpariert dazu zu nehmen und stand dann vor dem Problem, eine Caduceus hat ja echt recht wenig Crit-Chance, also was tun. Ich fing dann an zu testen und habe dann erstmal meine ganzen Phoenix-Credits verballert, weil ich auf meine Caduceus Kenner bzw. erbittert draufrollen wollte oder auch boshaft. Und das hat nicht funktioniert, dann waren auf einmal 5000 Phoenix-Credits weg. Das war ein ganz großes Kino, aber hinterher ist man immer schlauer. Wie auch immer, hab mir dann einfach mal eine M4 gebastelt, 2-3 Stück, und dann war da auch schon das Talent Kenner dabei. Und dann bin ich mal runter in die Schießbude und hab getestet und dann ist mir Folgendes aufgefallen. Dazu wollte ich als erstes mal wissen, wie viel Eile ich benötige oder welche Fertigkeiten ich nutzen muss, um dauerhaft eine Fertigkeit am Laufen zu halten, um regelmäßig das Talent Kenner neu zu starten. Da ich dazu aber noch keine genaue Antwort habe, schieben wir das erstmal beiseite, beziehungsweise diese Antwort, die bleibe ich euch erstmal schuldig, denn darum geht es erstmal gar nicht, denn es geht mir um das Talent Kenner. Ich habe es dann mit der Heilung und dem Scanner ausprobiert und habe erst den Scanner angeschmissen und dann reingeschaut, wie viele Crit-Chance es mir gibt, das war mir klar, 7,5%, okay. Dann schmeißen wir die Heilung an, ich gucke nochmal rein und auf einmal sehe ich nur, wir haben das Ganze verdoppelt. Im ersten Moment war ich etwas verdutzt, weil ich dachte, okay, habe ich vielleicht zu viele Crit-Mods drauf oder habe ich Klamotten mit viel Crit-Chance? Nee, es war nur die Maske mit 3,5%. Und nachdem ich dann die Heilung genutzt habe, beziehungsweise den Scanner, waren wir auf 11% und nochmal genutzt, nochmal nachgeschaut, kamen wir auf 18,5%. Dann wieder Fertigkeit genutzt, wir kamen auf 26 und so weiter und so weiter. Das Ganze ging dann so weit, dass ich am Ende einen Bonus rausbekommen habe von 37,5%. Dass der Scanner jetzt im Prinzip schon fast das Falsche war, um das zu testen, ist mir schon bewusst. Denn wer es nicht weiß, wenn man mit dem Scanner Gegner scannt, dauert die Cooldown-Zeit um einiges länger, als wenn man keinen Gegner gescannt hat. Aber wie gesagt, da bin ich noch dran, das Richtige rauszufinden, was das Thema Eile, Fertigkeiten, Ausdauer etc. angeht. Und sobald ich da meinen Nomaden fertig habe oder wenn ich jetzt die nächste dazu komme, das mit einem anderen Set mal zu testen, dann gebe ich nochmal laut von mir und mache dann nochmal einen genaueren Guide darüber, wie man es schaffen kann, dieses Talent dann dauerhaft am Laufen zu halten, um dann von dem Bonus der 37,5% Crit-Chance zu profitieren. Was man aber nicht vergessen darf, ist natürlich, dass ich denke, dass das nicht so gewollt ist, dass sich das Talent Kenner stackt. Also ich gehe davon aus, wenn Massive das mitbekommt, dass sie das dann fixen werden. Sowas fixen sie in der Regel recht schnell, anstatt sich mal um den einen oder anderen Cheater zu kümmern. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wie auch immer. Ich wollte euch das mal kurz zeigen. Das war's für mich. Ich bin raus, euer XDX und ciao, ciao.